Dienstagabend wird es laut im Pfarrheim in Langförden. Dann treffen sich bis zu 56 aktive Mitglieder vom Musikverein. Ob Polka, Märsche oder auch Musicals, das regelmäßige Proben hilft jedem einzelnen Musiker in seiner Entwicklung. Man wird jedes Mal, auch wenn ich Privatunterricht habe, man wird jedes Mal besser. Man kriegt halt die Achtel oder die Sechzehntel besser hin und man trottet nicht hinterher, weil das merkt man direkt, wenn wir uns einüben oder wenn wir spielen, dass jemand hinterher trottet und die Tuba hört man dann ja auch direkt. Ohne gemeinsam zu musizieren geht es gar nicht, weil jeder ja zu Hause seine eigenen Stimmen probt und die nur zusammen auch wirklich sich richtig anhören und wir ja auch das Ziel haben, gemeinsam Musik zu machen und das auch zu perfektionieren möglichst. Und das geht nur, indem man möglichst regelmäßig probt. Und wenn man sich das irgendwann angewöhnt, dass Dienstags Musikverein ist, dann gehört das eben zu dem wöchentlichen Ablauf und dann ist das auch richtig toll, wenn wir uns treffen. Die Musiker sind zwischen 13 und 75 Jahre alt. Beim Musikverein Langförden kommen also mehrere Generationen zusammen. Und für den richtigen Takt sorgt Dirigent Juri Ort. Um die 35 Auftritte gibt es pro Jahr. Der Teamgeist ist groß, die Stimmung unter den Musikern gut. Doch, das ist hier im Orchester sehr gut. Also wir können uns gegenseitig helfen, wenn was ist, dann können wir zu einem hingehen und der hilft uns dann auch sofort. Wenn wir zum Beispiel nicht wissen, wie man das spielen soll oder so, und dann zeigen die uns das und dann klappt das auch sofort. Und wer nun denkt, er müsse viele Jahre Erfahrung mitbringen, um beim Musikverein Langförden mitzuspielen, der liegt falsch. Auch ein später Einstieg ist jederzeit möglich. Es ist echt überhaupt kein Problem, wenn man sich entscheidet und sagt, so, ich möchte gerne noch ein Instrument lernen, auch ein Blasinstrument. Man kann Unterricht nehmen und das lernt man auch innerhalb kürzester Zeit. Also man braucht keine Angst haben, wirklich einfach sich trauen und sagen, okay, ich probiere das jetzt. Das ist überhaupt kein Thema, das ist richtig schön. Weitere Infos gibt es im Internet auf www.musikverein-langförden.de. Jeder kann mal zu einer Schnupperprobe vorbeischauen.